Herr Schaffner, Sie betreiben hier eine Igelstation in Hinwil. Was sind das für Igel, die zu Ihnen gebracht werden? Das sind verletzte Igel, die man operieren müssen. Igel, die Durchfall haben, Igel, die Parasiten haben. Kranke Igel, schwache Igel oder Babys, die allein noch nicht geschlagen kommen. Die werden aufpäppelt, je nachdem, ob man es operieren oder entwurmen oder aufschöppeln. Und nachher werden die wieder ausgewildert an dem Ort, wo sie gefunden sind. Und wenn sie nicht mehr zurückkommen, dann sucht man für die einen Platz. Sie haben sich entschieden, das zu machen, ehrenamtlich. Wieso engagieren Sie sich so für die Tiere? Als Kind schon haben die mich fasziniert, die Tiere. Ich finde die Taktik super, dass wenn es einem stört, dass man eine Kugel macht und einfach mal wartet. Das hat mich schon immer fasziniert. Ich bin immer schon den Igel nachgelaufen, um zu schauen, wo sie wohnen und was sie so machen den ganzen Tag.